hatte von Bau, von Tiefbau einfach keine Ahnung. Und da dachte ich, okay, ich mache mich frei. Ich bin da seit 3,5 Jahren bei der Degis. Ich mache hier halt so die betriebliche Organisation und gucke, was kann man hier verändern, ne? Wo kann man was bewegen. Das erste Projekt war tatsächlich das Intranet. Auf der Grundlage jetzt auch das Ideencenter ist. Da war die ganze Degis-Welt aufgerufen, hey Leute, ist irgendwas optimierungsfähig? Gibt uns die Idee und wir kümmern uns darum. Und es wurde echt klasse angenommen. Und da kommt jetzt alles rein. Wir brauchen auch Tee in der Cafeteria, aber halt auch ganz harte Vorschläge, so da muss was geändert werden. Wir machen da auch richtige Projekte daraus, um eine schnelle Umsetzung zu gewähren. Habe ich Ihnen das erzählt mit dem Video? Es gibt ja so Verträge und im Laufe des Projektes zeigt sich, Mensch, da ist jetzt was Neues, was wir vorher nicht gesehen haben. Und da muss ein Nachtrag gemacht werden zum Hauptvertrag. Und da ging es einfach darum zu zeigen, hey, was hat sich verändert? Machen Sie mal mit dem Herrn Kollegen, ne, machen Sie mal so eine kleine Videobotschaft. Ich war wahnsinnig aufgeregt und das dann mit meinem Anspruch, das muss aber im Freitext gehen. Es wurde ins Netz gestellt. Die Leute auf der Straße grinsten mich an. Das ist doch die, die uns den Nachtragsprozess da erklärt hat. Im ersten Jahr, wo ich dabei war, haben wir einen Betriebsausflug zum Jagdbergtunnel gemacht. Also ich glaube, das war irgendwie wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung. Und das fand ich einfach irre, diesen Beton zu riechen oder einfach so zu gucken, ach, hier sind die Schutzräume und ach, da geht's dann raus. Und einfach mal in so einem ewig langem Tunnel zu stehen, kein Auto in Sicht und dieses Neue, das Frische und zu wissen, okay, und bald rauschen dann die Autos durch. Das fand ich echt irre.